zerriss die Tochter von Jarl Krachongre, zog es hinaus bis zu einem verlassenen Haus. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Witcher 3 Wild Hunt Part 114. Ja, denn die müssen wir jetzt finden, diese beiden Kinder. Also eins davon ist halt, ne, seriös, genau, die Tochter von Jarl Krachongre und Krä. Ich hoffe mal, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, und keine Ahnung, was sie da vorhat in diesem verlassenen Haus, aber das schreit so ein bisschen nach Geistern, würde ich mal sagen. Ja, also ganz geringfügig. Aber ich sollte vorher, ich sehe es gerade, meine Gesundheit ist nach wie vor ganz weit unten, weil wir jetzt relativ viel Vitalität haben mittlerweile mit unserem Level 18 Hexer hier, Geralt. Ne? Ja, es ist so ein bisschen, dauert es natürlich auch dementsprechend länger, bis sich die Gesundheit wieder aufgeladen hat. Ne? Leider. Ach, hier ist ja noch mehr. Cool. Aber ich glaube, das ist nichts Neues. Ne? Nee. Ich glaube nicht. Moment, vielleicht finden wir hier noch das ein oder andere. Was wir noch gebrauchen. Öl können wir auch immer gebrauchen. Fläschchen auch, falls wir irgendwas herstellen wollen an Tränken und dergleichen. Ne? Zwergenschnaps, ja, das brauchen wir bestimmt auch für irgendwas. Aber ich wüsste nicht für was. Also, vielleicht können wir das irgendwann umwandeln in Alkohest oder so. Fast aus wie irgendwelche Schienen oder so, aber ich glaube, es sind nur Bestandteile von. Ja, hier werden die Schiffe mal zu Wasser gelassen, ne? Die Boote, die Fischerboote. Oder Kriegsschiffe. Ja, ich denke mal, die Schiffe hier verfolgen nicht nur einen friedlichen Zweck, sondern dienen eben auch kriegerischen Aktivitäten der Wikinger hier. Oder Wikinger, Pandoras. Ne? Sind ja hier nicht konkret als Wikinger oder so bezeichnet worden. Die Menschen hier. Aber es ist ja offensichtlich, dass das ein bisschen Bezug dazu, darauf nimmt. Oh, das scheint weit weg zu sein. Vielleicht sollte ich plötzlich rufen. Ah, ich gucke erstmal auf die Karte, wo dieses Haus überhaupt ist. Ach, naja, ist ja so weit ist es ja nicht. Und war das auch noch ein unentdeckter Ort. Aber ich kann ja trotzdem mal plötzlich zur Hilfe rufen hier. Sehr gut, wo immer sie sich immer aufhält. Hier ist jedenfalls meine Nähe des Hexers, ne? Sie ist natürlich ein sehr treues Haustier. Gute Plätze. Ach, das sind wir ja schon. Na gut. Wie gesagt, die Maßstäbe sind hier so eine Sache. Weil ja die Karte jetzt deutlich kleiner ist von Skellige natürlich, ne? Dieses Inselarchipels hier. Irgendwie Schiss, da reinzugehen. Aber eine andere Spur haben wir leider nicht. Aha. Apropos Spur. Das schon, ne? Hier stimmt was nicht. Oh. Immer eins nach dem anderen. Es scheint zu hageln. Das ist Schnee. Kann auch Schnee sein, feuchter Schnee. Der prasselt ja auch so herunter. Oh, das klingt auch nicht gerade vielversprechend, Leute. Aha. Oh nein. Ohnmächtig. Ich muss sie hier rausbringen. Gar nicht gut, wenn ihr mich fragt. Was ist passiert? Wo bin ich? Oh, mein Kopf. Tut so weh. Hast einen Schlag auf den Kopf bekommen. Geralt, warum bist du hier? Ich suche dich. Dein Vater macht sich Sorgen. Ich bring dich nach Hause. Ich gehe erst, wenn ich Udalric geholfen habe. Das Schwert. Wo ist das Schwert? Ich muss zurück. Du gehst nirgendwo hin. Ich hab dich gerade erst halbtot hier rausgeholt. Ich muss... Du musst mir erzählen, was passiert ist. Warum bist du in das Haus gegangen? Genau, warum bist du da reingegangen? Ich wollte Udalric helfen. Klar, er hat sich etwas merkwürdig benommen, aber ich weiß nicht, wie ihm dein Spaziergang durch ein Geisterhaus geholfen hätte. Hätte es, hätte ich das Schwert gefunden. Warum ist dieses Schwert so wichtig? Was hat es mit dem Schwert auf sich? Das ist Brokvar, das Ahnenschwert von Udalrics Clan.
Ich brauchte es, um den Fluch von Udalric zu nehmen. Welchen Fluch? Lange Geschichte. Vor vielen Jahren haben sich Udalric und sein jüngerer Bruder um das Schwert gestritten. Nach der Tradition gehört das Clanschwert dem erstgeborenen Sohn, Udalric. Aber sein Vater hat es seinem jüngeren Bruder Aki vermacht. Oha, eine schwere Beleidigung in dieser Gegend. Schwer genug für Udalric, um ein heiliges Gesetz der Skelligen zu brechen. Er hat die Entscheidung des Vaters öffentlich hinterfragt. Das konnte der alte Jarl wohl nicht durchgehen lassen. Sie haben Udalric an einen Pfahl gebunden und bis zur Hüfte im Meer versenkt. 3 Tage lang. Und danach sind Aki und er fischen gefahren. Sie sind Freunde geworden. Auf der Fahrt ist etwas passiert. Ihr Vater dachte wohl, dass harte Arbeit auf See die beiden wieder zusammenschweißt. Seefahrten sind für uns wie eine Kur. Leider hat die Kur dieses Mal nicht geholfen. Ein Sturm brach los und Aki ging über Bord. Udalric hatte mit den Segeln zu tun und seinen Bruder erst gehört, als es zu spät war. Hörte ihn nicht oder wollte ihn nicht hören? Manche Insulaner hatten dieselben Zweifel, aber niemand hat sie ausgesprochen. Tja, wozu brauchst du das Schwert? Glaubst du, dass Udalric seinen Bruder getötet hat? Also ich glaub's ja, ganz ehrlich gesagt. Aber naja, man kann es ihm halt schwer beweisen, ne? Mangels Zeugen. Was glaubst du? Hat Udalric Aki getötet? Ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aber eines weiß ich. Was auch immer an jenem Tag auf dem Meer passiert ist, beeinflusst Udalric noch heute. Und es könnte etwas mit dem Schwert zu tun haben. Aha, seitdem ist er scheinbar verflucht, in Anführungsstrichen. Wer weiß, was es damit auf sich hat. Okay, was willst du mit dem Schwert machen? Ich glaube, Akis Geist will es zurückhaben. Der Geist des Bruders? Seit ich denken kann, hat das Inselvolk in Udalric immer den Auserwählten gesehen, zu dem die Götter sprechen. Das habe ich auch mal geglaubt, aber jetzt, angesichts bestimmter Umstände, er ist einfach besessen und es ist sein jüngerer Bruder, der ihn heimsucht. Du glaubst, Aki will sich an Udalric rächen? Das sieht so aus, ne? Du meinst, Aki rächt sich, weil Udalric ihn hat sterben lassen? Ich habe mit Hjort gesprochen. Der schwört, dass Udalric erst seit Akis Tod Stimmen hört. Und ich glaube nicht, dass Hjort falsch liegt, denn er kennt die beiden von klein auf. Vielleicht lässt Aki von Udalric ab, wenn wir ihm Brokkwa geben. Keine schlechte Idee. Vorausgesetzt, wir haben es mit einem Geist zu tun. Aber irgendetwas stimmt da nicht. Was denn? Aki ist auf See ertrunken, sagtest du. Aber es spukt hier in diesem Haus. Aki und Udalric haben hier beide gelebt. Vielleicht deswegen. Danke für deine Hilfe, Geralt. Aber ich muss das Schwert holen. Kommt nicht in Frage. Ich hole es. Wirklich? Danke. Dann kann ich zu Udalric gehen. Nein, du bist zu schwach. Vielleicht kippst du unterwegs wieder um. Warte hier. Wir gehen zusammen. Genau. Das wird das Beste sein. Okay, also suchen wir nach einem Geist. Oh, das ist ein größerer Einzugsbereich, wie es aussieht. Also auch die Gegend um das Haus herum. Und da ist ja auch noch was, ne? Nicht erkundeter Ort. Leider kann ich nicht näher heranzoomen. So eine kleine Insel. Da sieht man mal, wie groß... die ganze Welt ist, ne? Von The Witcher 3 ist ja wirklich Hammer. Immer wieder verblüffend. So, aber erst... Jetzt gucken wir uns erstmal näher um. Ist die Ziege gerade reingerannt da? Dieses Mufflon oder was das war? ich gucke mich erstmal hier nach Hinweisen um. Aber ich soll in erster Linie das Schwert finden. Aber ist ja schon eine Kiste. Okay, immerhin. Eine Wasserflasche. Da geht's nach unten. Nicht selten führen irgendwelche Gänge. Aha, Moment. Hier ist doch was. Der Kellerschlüssel. Okay, den brauchen wir wahrscheinlich, um die Tür da zu öffnen. Wie gut, dass wir uns noch erst woanders umgesehen haben, bevor wir denn uns der Kellertür widmen. Hier ist nichts, Gott. Ich liebe sowas ja, so eine Geistergeschichten. Aha, Moment, hier ist noch eine Truhe. Servierplatte. Ist das Müll? Ich glaube ja. Aber die sah so schön aus, da konnte ich nicht widerstehen. Musste sie einsammeln. Da oben ist auch noch irgendwas. Ach, da. Aha. Gibt es hier eine Leiter oder eine Treppe oder so?
Da oben ist nämlich noch eine Truhe, oder? Ja, sieht so aus, ne? Verdammt, Leute, ich will ja gerne hoch. Irgendwas hört man hier auch immer, ne? Irgendein Grunzen. Und hier scheint eine Flüssigkeit abzufließen. Ist das Blut? Nee. Glaub nicht. Aber es sieht nicht aus wie Wasser. Also dafür ist es zu dickflüssig. Und zu schwarz. Ja, hier ist auch noch ein Haus. Es ist beleuchtet sogar. Aber erstmal gehe ich hier nach oben. Hier soll eine Ziege darstellen. Ja gut, jetzt sieht es auch mehr nach einer Ziege aus. Mufflons haben ja doch größere Hörner auf jeden Fall. Noch eine Servierplatte, was soll ich denn damit? Toll, hat sich ja voll gelohnt hier. So, jetzt gehe ich aber da in dieses kleine Hütchen. Guck erstmal. Ah ja, okay. Hm. Ich glaube, da sind wir gar nicht mal so verkehrt. Oh Gott, ist das hoch. Ja, wir sind hier im Gebirge, ne? Also die Landschaft unterscheidet sich ja hier doch. Aha, hier brauchen wir die Druckwelle. Habe ich die noch ausgewählt? Nee. Den Schild habe ich ausgewählt. Aber zum Glück kostet das jetzt ein bisschen Zeit, sodass wir unsere Gesundheit regenerieren können in aller Ruhe. Oh, Fackeln sogar. Cool. Vielleicht brauchen wir die hier sogar. Ganz im Gegensatz zu Dark Souls 2, wo man die Fackeln ja nur ja, bedingt zum Einsatz bringen konnte. Also, sprich, sie haben nicht viel genutzt. Das wollte ich damit eigentlich sagen. So, aber hier vielleicht umso mehr. Irgendwas sagt mir, dass ich diese Kellertür betreten muss. Ja, wir haben ja den Schlüssel, wollte gerade sagen. Warum steht da immer noch Oger? Deswegen. Oh nee. Da ist ein Geist. Na, ich gehe mal nochmal nach oben. Heil mich gerade so schön hoch hier. Moment, können wir die Fackel irgendwie ausrüsten? Ne, ich wollte jetzt nicht schießen. Vielleicht hier. Nö. Hm. Oder ich muss ins Inventar. Ach Gott, nee. Lang nicht mehr irgendwas im Inventar gemacht hier. Was, Moment, hier sind Bomben. Und ich muss da irgendwie die Schnellauswahl sehen. So, Leute, ja, ich habe jetzt mal die Fackel ausgewählt. Ich habe geschnitten an der Stelle. Ich habe noch ein bisschen Öl auf mein Schwert getan, weil das soll ja was gegen Geister bringen, ne? So, aber jetzt werde ich direkt mal die Fackel auswählen. Ja, wunderbar. Sieht doch gleich sehr viel heller aus, ne? Okay, jetzt können wir uns auch nach unten wagen. Ich glaube, hier war auch eine Leiter, genau. Kann ich benutzen. Mach das mal, Geralt. Weil hier ist es doch sehr, sehr finster. Und vielleicht haben die Geister auch ein bisschen Angst davor, ne? Ah, okay, jetzt können wir hier auch nochmal Licht ins Dunkel bringen. Nochmal die Kerzen anziehen, sehr schön. Und mehr ist hier nicht an Lichtquellen, ne? Ach, hier scheint was zu sein. Das ist das Schwert? Das ist ein Holzschwert. Oh, oh. Ich hab's gewusst. Was war denn das? Oh! Habt ihr den Schatten gesehen, Leute? Oh, oh. Und dieses Blut. Nicht, dass das jetzt der Aki ist. Der uns jetzt ans Leder will. Haha. Vielleicht müssen wir ihn auch bekämpfen. Aber da brauchen wir auf jeden Fall denn dieses magische Zeichen. Aber hier ist sonst nichts, ne? Also, ich gehe mal nach oben. Na, der Schatten sah schon... Boah. Sehr gespenstisch hier in diesem Haus. Hier ist die Leiter. Super. Jetzt lasst mich raten. Jetzt ist er hier oben. Also die scheint sich irgendwie auszubreiten, diese Flüssigkeit. Ah, oder der ist jetzt draußen vor der Tür. Ah, wir werden es erleben, Leute. Oh. Na, ich gehe jetzt einfach mal hier raus. Zu Ceres. Ich hoffe mal, ihr geht's noch gut. Ja, sieht so aus. Hast du das Schwert gefunden? Ja. Stell dir vor. Nein, warte. Ja, klar habe ich's gefunden. Ja, ich hab's. Gehen wir. Also, mach ja, dir. Ja, nichts wie weg hier. Das war ziemlich unheimlich. Du das war bestimmt dieser Aki. Ihr wart mal Freunde, nicht? Ich hoffe, wir sind es noch. Aber, also, ich habe gehört, dass ihr euch zerstritten habt wegen irgendwas oder irgendwem. Meinst du die Geschichte mit Yennefer? Das ist schon lange her.
Es war, bevor dein Vater deine Mutter getroffen hat. Aber du und Yennefer kanntet euch schon. Tja, mit Yen waren die Dinge nie in trockenen Tüchern. Was ist an ihr? Was zieht dich zu ihr hin? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mich einfach nie für Bequemlichkeit und Ruhe entschieden. Na gut, die Frauen in The Witcher sind ja nie wirklich eine Konstante, ne, wenn es danach geht. Auch wenn es manchmal so den Anschein hat, wie jetzt halt mit Triss, ne, unser kleines Zusammentreffen, sagen wir es mal so, was wir mit ihr hatten. Ja, ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommis schreiben, wer euch sympathischer ist, Yennefer oder Triss, für wen würdet ihr euch entscheiden? Meine Wahl ist ja jetzt so ein bisschen, habt ihr ja gemerkt, wenn ihr die letzten Folgen verfolgt habt, ist ja so ein bisschen auf Triss gefallen. Deswegen habe ich das jetzt ein bisschen mit ihr vertieft. Die Beziehung. Oh, wie lag ein. War das eine Kuh gerade, die da in der Luft hing? Gibt es hier fliegende Kühe? Wo ist Yennefer? Ich weiß nicht. Warum fragst du? Ich staune nur, dass sie dich alleine hat herkommen lassen. Wie meinst du das, lassen? Nichts, gar nichts. Ich hatte nur den Eindruck, dass sie dich nicht gern aus den Augen lässt. Puh, dafür hat sie uns ziemlich lange aus den Augen gelassen. Sie. Gerade im Witcher 2. Hier draußen. Schmerz in den Augen. Ungewohnt, ja. Die frische Luft wird dir gut tun. Die Götter werden nicht erfreut sein. Ja, unsere Gäste, weißt du noch? Ja, wegen dieser Stimmen. Was ist passiert? Ach so, das wissen wir ja schon, wegen dieser Stimmen. Ich habe euer Gespräch zufällig mitbekommen. Keine Sorge, das war nicht geheim. Auf den Inseln weiß jeder, dass Jarl Udalric die Stimmen der Götter hört. Ach so, Leute. Diese Stimmen, die du hörst. Die Götter, ihre Stimmen. Das sind keine Götter, es geht um deinen Bruder. Na, sagen wir erstmal das Erste. Das sind keine Götter. Hüte deine Zunge, Fremder. Du bist auf den Skelligen, unserem Land. Und wir verehren die Götter. Wenn du nicht Ankreids Gast wärst. Ja, der Hexer meinte es sicher nicht böse. Hören wir an, was er zu sagen hat. Es ist wahrscheinlicher, dass es hier um deinen toten Bruder geht. Ich habe Geralt von Aki erzählt. Wir glauben, dass... Dass die Götter dir wegen deines Bruders zürnen. Du musst dich entschuldigen. Und zwar bei Aki. Ich wollte nicht. Aki ist ins Wasser gefallen. Die Götter werden wütend sein. So sieht's aus. Sind die Götter so grausam? Dann würden wir weiter ihn so ein bisschen provozieren, ne? Aber naja, trotzdem mach ich mal. Wütend, dass du mit deinem Bruder Frieden schließen willst? Sind die Götter des Skelligen so grausam? Sie sind gerecht. Die Gerechtigkeit verlangt, dass man den Toten gibt, was ihnen gehört. Genau. Was soll ich denn tun? Weißt du noch, wo Aki ins Wasser gefallen ist? Am Ostende der Insel, vor der Bucht. Die Strömung hatte uns zu Ululas Nadel getrieben. Dort ist es gefährlich. Die tückischen Strudel kosten immer wieder Seeleuten das Leben. Wir müssen hinsegeln. Akis Geist wird nicht ruhen, ehe das Schwert zu ihm zurückgekehrt ist. Nein, 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 nein! Die Götter werden zürnen. Ich spüre es. Keine Angst, Jarl. Die Götter lieben dich und haben Aki geliebt. Bestimmt wünschen sie dies. Vielleicht kann ich hinsegeln. Das Schwert muss zurückgebracht werden. Aber wer das tut, ist nicht entscheidend. Nicht? Wonach soll ich suchen? Trug Aki etwas, woran ich ihn erkennen kann? Etwas, das die lange Zeit unter Wasser überstanden haben kann? Ja, den Ring unseres Clans. Das müsste reichen. Ich breche auf. Hey, okay. Leg Brokva zu Akis Überresten. Okay, das sieht danach aus, als müssten wir uns wieder auf irgendwelche Tauchgänge begeben, ne, beim nächsten Mal. Ja, ihr habt richtig gehört, denn ich mache an der Stelle eine Pause, wenn es denn weitergeht mit Liebling der Götter, ne? Also denn,
Bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal, euer Chuck. Und falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da, ne? Bis dann.